Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr in meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Es geht weiter mit den Sommerrezepten. Heute gibt es eine No-Bake-Torte, das heißt, der Ofen bleibt kalt. Ich zeige euch heute mein Rezept einer Pfirsich-Maracuja-Tarte. Wir brauchen für den Keksboden 400 Gramm Zitronenkekse oder Plätzchen und 90 Gramm geschmolzene Butter. Als erstes geben wir die Kekse oder die Plätzchen in eine Tüte, am besten ein Gefrierbeutel. Und dann wird ordentlich mit dem Nudelholz draufgeschlagen. Und zwar so lange, bis wir richtig schöne Brösel haben. Es dürfen auch ruhig ein paar grobe Stücke drin sein. Das macht überhaupt nichts. Ich habe übrigens die Kekse auf zweimal zerkleinert. Ja, die kommen dann in eine Schüssel. Da kommt dann die geschmolzene Butter dazu. Achtet aber bitte darauf, dass sie nicht heiß ist. Also ja, lauwarm ist noch in Ordnung. Und da habe ich jetzt noch die zweite Hälfte mit drauf gegeben und das Ganze wird miteinander verrührt. Und zwar so lange, bis wir einen richtig schönen klebrigen Teig haben. So soll es ausschauen. Was ich hier jetzt vergessen habe, bevor ihr den Brösel-Teig in die Tartform gibt, fettet sie aus. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst bleibt euch nämlich der Brösel-Teig am Boden kleben, wenn ihr versucht, es zu lösen und auch schneiden wollt. Also das seht ihr dann bei mir. Ich habe jetzt diesen Deckel unten nicht mehr weggebracht von dem Boden. Also unbedingt einfetten. Ja, dann darf der Boden jetzt erstmal für 30 Minuten in den Kühlschrank. Weiter geht's mit der Creme. Dafür brauchen wir 6 Blatt weiße Gelatine, 300 Gramm Naturjoghurt, 400 Gramm Quark, 50 Gramm Puderzucker und ein Päckchen Vanillezucker. Dann brauchen wir noch ein Päckchen Aranka-Joghurt-Dessert, Pfirsich-Maracuja-Geschmack und 200 ml Pfirsich-Maracuja-Saft. Los geht's! Als erstes müssen wir die Gelatine vorbereiten. Dazu gebe ich die Gelatine einfach in kaltes Wasser und lasse sie 10 Minuten lang quellen. Während die Gelatine quellt, mache ich weiter mit der Creme. Dazu gebe ich das Naturjoghurt und den Quark in eine Schüssel. Da gebe ich auch dann gleich noch den Puderzucker dazu. Also ihr könnt auch normalen Zucker nehmen, aber ich bevorzuge Puderzucker für Cremes. Das Ganze wird dann miteinander verrührt. Ach ja, und den Vanillezucker noch dazu, den nicht vergessen. Und das Ganze wird dann miteinander verrührt. Dann geht es weiter mit dem Aranka-Pulver. Das geben wir in eine andere Schüssel. Und da kommt dann der Saft dazu und das wird ebenfalls verrührt. Und zwar so lange, bis es nicht mehr so, wie würde man sagen, grisselig ausschaut. Also es sieht so aus am Anfang, als würde es total klumpen. Aber je länger ihr rührt, umso glatter wird die Creme. Und ich muss sagen, alleine das hier hat unheimlich gut gerochen. Ja, dann kommt das erstmal zur Seite. Wir widmen uns wieder der Gelatine. Mit der geht es nämlich jetzt weiter. Die müssen wir ausdrücken und die kommen dann in einen Topf. Und die müssen wir dann auf dem Herd erwärmen, nicht kochen. Die Temperatur müsst ihr noch ausgleichen von der Gelatine. Dafür gebt ihr einfach nur 2 Esslöffel von der Creme in die Gelatine und verrührt das Ganze. Jetzt müssen wir die Gelatine zügig bei der Pfirsich-Maracuja-Creme unterrühren, also das heißt bei dem Aranka-Pulver, einfach hineingeben und verrühren. Und die darf dann so 5 Minuten kurz anziehen. Wenn ihr merkt, dass die Maracuja-Creme zum Gelieren beginnt, könnt ihr sie in die Joghurt-Quarkmasse geben. Und das Ganze dann so lange verrühren, bis beides schön verbunden ist. So sieht die Creme dann aus. Jetzt können wir auch schon unseren Boden holen. Der müsste unterdessen wieder fest sein. Und da kommt dann die Creme hinein und wird noch gleichmäßig verstrichen. Die Tarte darf jetzt für gute 6 Stunden in den Kühlschrank. Aber noch besser wäre es über die Nacht. Die Creme ist jetzt fest, dann löse ich natürlich die Tarte aus der Form heraus und dann geht es auch schon weiter mit der Verzierung. Für die Verzierung nehmt ihr einfach
Früchte nach eurer Wahl. Ich hatte jetzt hier zum Beispiel Nektarinen, Erdbeeren, Johannisbeeren und Heidelbeeren. Und wie ich die Tat verziert habe, das zeige ich euch hier jetzt im Schnelldurchlauf. Natürlich bereitet das Obst vor, indem ihr es wascht und die Nektarine zum Beispiel zurechtschneidet, so wie ihr es gern haben möchtet. Ja. Und dann verteilt ihr einfach die Früchte nach Lust und Laune auf dieser Tat. Und so sah dann mein Endergebnis aus. Also ich fand das richtig schön farbenfroh, bunt und es sind halt einfach sommerliche Früchte und deswegen kommt diese Tat auch sehr sommerlich rüber. Also ich bin mega Fan von dieser Tat. Ich liebe ja Maracuja, also ich könnte echt alles davon essen. Also Maracuja ist eine meiner absoluten Lieblingsfrüchte und diese Tat wird ihrem Namen total gerecht. Also sie schmeckt unheimlich nach Pfirsich-Maracuja. Und für heiße Tage finde ich auch, dass sie super geeignet ist. Hier noch das Problem beim Anschnitt. Da seht ihr es, ich habe ja vergessen gehabt, die Form einzufetten. Mein Keksboden blieb leider etwas kleben. Leider. Also deswegen nicht vergessen, unbedingt einfetten. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss!